In diesem Video geht es um das Herzogtum Oldenburg. Woraus es bestand und von wann bis wann es existierte, erfahrt ihr in diesem Video. Das Herzogtum Oldenburg war ein im Jahre 1774 erhobenes Reichsfürstentum im Heiligen Römischen Reich. Nach dem Ende des Reiches war es für kurze Zeit im Rheinbund, wurde allerdings 1811 vom französischen Kaiserreich annektiert. 1815 wurde der Staat als Großherzogtum Oldenburg wiederhergestellt und ab dort war mit Herzogtum Oldenburg nur noch das oldenburgische Kernland genannt und nicht die auswärtigen Landesteile Fürstentum Lübeck und Fürstentum Birkenfeld. Seit dem frühen Mittelalter bestand die Grafschaft Oldenburg. Durch den Ländertausch mit Dänemark gelangte die Grafschaft im Vertrag von Saas-Coy-Seelow am 27. August 1773 an das Oberhaupt des Hauses Schleswig-Holstein-Gottorf, den späteren Zaren Paul, der das Land 4 Tage später seinem Vetter, dem Fürstbischof von Lübeck, Friedrich August, abtrat, der daraufhin von Kaiser Joseph II. In den Herzogenstand erhoben wurde. Das Herzogtum bestand also aus 2 getrennten Landesteilen, Oldenburg selbst und dem Hochstift Lübeck, später Fürstentum Lübeck. 1785 starb Friedrich August. Aufgrund einer Geisteskrankheit seines Sohnes Peter Friedrich Wilhelm übernahm sein Neffe Peter Friedrich Ludwig die Amtsgeschäfte und die Nachfolge. Unter ihm wurde Oldenburg wieder zur Residenzstadt. Als Peter Friedrich Wilhelm 1823 starb, folgte ihm Peter Friedrich Ludwig als Herzog Peter I. nach. 1803 bekam Oldenburg im Reichsdeputationshauptschluss im Tausch gegen den Elsfleter Weserzoll als Entschädigung das hannoversche Amt Wildershausen sowie aus dem aufgelösten Hochstift Münster die Ämter Vechta und Cloppenburg. Das Hochstift Lübeck wurde ins Fürstentum Lübeck umgewandelt. Obwohl das Herzogtum Oldenburg dem Rheinbund beigetreten war, wurde es 1811 von Frankreich annektiert. Als Regent lehnte Peter Friedrich Ludwig die ihm als Ersatz angebotene kaiserliche Domäne Erfurt ab und emigrierte nach Russland, wo Zar Alexanders Schwester Katharina Pawlowna seit dem 30. April 1809 mit seinem Sohn Georg verheiratet war. Das war es mit dem Video. Gebt gerne ein Like und abonniert den Kanal. Schreibt gerne weitere Themen für Videos in die Kommentare und dann ciao, Leute.